Ja, hallo, da sind wir wieder. Diesmal mit dem Microsoft Cloud Update für den Januar 2021. Wir haben wieder alle interessanten Neuerungen zusammengesammelt und ja, werden gleich mal darüber berichten, was es Neues gibt und bis gleich. So, da sind wir wieder. Legen wir mal gleich los. Marvin, was gibt's denn Neues in Microsoft 365 allgemein? Ja, also allgemein haben wir da nicht nur ein Update für Microsoft-Themen oder relevante Sachen, sondern auch für die Mac-User unter Ihnen. Heißt, der Microsoft Edge ist auch jetzt für die neue ARM-Architektur der neuen Macs veröffentlicht worden. Also die neueste Version unterstützt auch die neueste Architektur dafür, sodass wir da auch auf diese Funktionalitäten zugreifen können, wenn wir einen Mac haben. Generell in dem Edge-Update, was es diesen Monat bzw. die letzten Tage und Wochen gab, haben wir unter anderem, dass ein neues Design verfügbar wird für den Microsoft Edge. Wir haben die Sidebar-Suche, also das heißt, wenn wir irgendwie ein Wort nachschlagen wollen, brauchen wir nicht dafür einen neuen Tab oder ähnliches aufrufen, sondern einfach mit Rechtsklick das Wort markieren und auf der rechten Seite erscheint dann ein Suchfenster, wo wir dann das Wort vielleicht nachschlagen können. Dann auch unter Mac wieder gibt es dann das automatische Profile-Switching, also dass wir unser Profil wechseln können, wenn dass das Ganze auch im Mac funktioniert. Dann neu gibt es die sogenannten Sleeping-Tabs, das heißt, nach einer gewissen Zeit können dann einfach Tabs so wie in den Ruhemodus reingehen, dass die dann ja, in den Sleeping-Modus sozusagen reingehen. Und wir haben den Passwort-Generator, der direkt mit dem Edge geliefert wird. Also heißt, wenn man irgendwo auf einer Seite ein Passwort generieren muss, kann man direkt ja ein Passwort oder kriegt man direkt einen Passwort-Generator über den Passwort-Generator einen Vorschlag, welches Passwort man nehmen könnte und dieses Passwort wird dann auch sofort im Edge abgespeichert. Zusätzlich in der neuesten Edge-Version haben wir das PWA bzw. Progressive Web App Profile Switcher. Da heißt, wenn Sie vielleicht über PWA, also über den Edge, vielleicht Planner oder Outlook vielleicht als Tab auf Ihrem Desktop verknüpft haben, dass Sie dort auch zukünftig einen Profile-Switcher sehen, um vielleicht zwischen dem Unternehmens- oder privaten Konto oder zwischen mehreren Unternehmenskonten vielleicht hin und her zu switchen. Außerdem wird der FTP-Support für den Edge eingestellt bzw. komplett entfernt. Heißt, da werden wir nicht mehr lange Zugriff drauf haben und der wird in den nächsten Wochen dann auch eingestellt werden. Außerdem im Microsoft 365 ja, allgemein haben wir dann auch, dass die Office Lens ein neues Logo bekommen hat. Ich selber habe das dann auch schon auf dem iOS gesehen, dass ich dann gestern mit dem neuesten Update auch das neue Logo schon gesehen habe und Office Lens heißt jetzt nicht mehr Office Lens, sondern zukünftig Microsoft Lens. Auch da gab es dann ein Namensupdate und ja, gerne einfach mal ausprobieren, was es da vielleicht sonst noch so cooles Neues in Office Lens gibt. Ansonsten, Microsoft Forms hat auch wieder kleinere Updates und weitere Optionen bekommen. Wir haben jetzt die Textformatierung, dass wir ja, einzelne Texte dann hervorheben können, dass wir die anpassen können. Wir können Einzelpersonen einladen zu unseren Formularen, dass wir die direkt angeben können. Und es soll möglich sein, die Antworten zu drucken bzw. zu speichern, sodass wir da auch im Nachgang nochmal drauf zugreifen können. Außerdem gibt es neue Namen für die Azure AD-Rollen. Diese wurden jetzt am 21.01. umbenannt, beziehungsweise das Ganze, die Umbenennung wurde abgeschlossen. Vorher hatten wir zum Beispiel in der Graph API und im Azure Portal unterschiedliche Namen. Diese wurden dann jetzt in einen einheitlichen Namen zusammengeführt, sodass wir dann im Admin Center, im Azure Portal und in der API immer die gleichen Namen haben. Und zum Beispiel wird jetzt aus Exchange Service Administrator der Exchange Administrator und ja, noch viele weitere Änderungen, die dann mit dabei sind und dann direkten Impact auf ja, verschiedene Funktionen haben. Außerdem zum Azure AD gehen wir auf die Synchronisation, wenn man jetzt noch ein On-Premise Azure AD dabei hat. Einmal gibt es ein Performance-Update für den Azure AD Connect, heißt, es soll jetzt bis zu 10-mal höhere Performance bei der Synchronisation
möglich sein, die erreicht werden kann mit dem neuesten Azure AD Connect Update. Und außerdem können jetzt auch Gruppen bis zu 250.000 Personen bzw. Entitäten, Items etc. synchronisiert werden. Außerdem wurde der ja, neue Azure AD Connected Cloud Sync nun offiziell vorgestellt bzw. offiziell freigegeben. Der ja, Connected Cloud Sync stellt ähnlich wie der Azure AD Connect die Möglichkeit bereit, Synchronisation von lokalen AD-Attributen in die Azure AD oder in die Microsoft Cloud eben zu ermöglichen. Dabei wird einfach nur ein Agent lokal installiert und die gesamte Konfiguration findet dann in der Cloud statt. Und die Einschränkungen, die uns bisher so bekannt sind, weswegen man dann auch gucken sollte, vielleicht erstmal lieber in der Testumgebung das Ganze zu testen, dass aktuell noch keine Computerobjekte synchronisiert werden können. Also bisher bestehen nur zum Beispiel Benutzerobjekte, die synchronisiert werden, aber da vielleicht einfach mal in der Testumgebung das Ganze ausprobieren. Zu guter Letzt, für den Allgemeinteil haben wir dann noch die To-Do-App. Die kriegt jetzt in der zumindest englischen Variante eine AI-Unterstützung, sodass wir dann Vorschläge bekommen, welche Aufgaben vielleicht wichtig sind und ja, welche vielleicht zuerst erledigt werden sollten. Das Ganze basiert auf verschiedenen AI-Algorithmen und steht momentan in der Web-App leider nur in Englisch erstmal zur Verfügung. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann auch in Deutsch funktionieren wird. Und ja, zusätzlich dann noch, wer gerne vielleicht die iOS-Beta mit den neuen Widgets für To-Do austesten möchte, da packen wir natürlich auch wieder einen Link unten in die Notes rein oder in die Notizen rein. Da kann das Ganze gerne über TestFlight installiert werden auf dem iOS-Gerät und da kann dann schon die neueste To-Do-Beta-Version ausgetestet werden. Adrian, was gibt es denn Neues in Microsoft Teams? Ja, da gab es auch eine ganze Reihe an Ankündigungen. Fangen wir mal mit einer Compliance- oder Security-Änderung an. Da ist es ja so, dass schon längere Zeit jetzt Teams auch mit einem Unified Label versehen werden können. Und da ändert sich bis Ende März die Darstellung des ausgewählten Labels. Da ist es jetzt so, wenn man mit ja, kaskadierten oder hierarchischen Labeln arbeitet, dass jetzt immer das übergeordnete Label angezeigt wird. Dann ist es so, dass wenn man in seinem Tenant den Guest Access für Microsoft Teams noch nicht konfiguriert hat, dann ändert sich da mit dem 8.2., das ist der Stichtag, die Standardeinstellung und die ist zukünftig eingeschaltet. Sprich, per Default ist der Gastzugang für Microsoft Teams die Möglichkeit, Gäste in ein Team einzuladen, aktiviert. Auch im vergangenen Monat dazu gekommen ist die Genehmigen-App für Microsoft Teams und die damit verbundene Funktionalität, dass beispielsweise über Power Automate ausgelöste Genehmigungsanfragen in einer App in Teams landen und man auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn man die Person ist, die eine Genehmigung oder einen Antrag freigeben muss. Funktioniert auch so, dass man ad hoc beispielsweise über einen Chat mit seinem Vorgesetzten sich eine Genehmigung zu einem individuellen Thema anfragen kann und die ist dann eben auch über die Genehmigen-App dokumentiert, eben die Freigabe oder die Ablehnung. In den Meetings wird es ab Mitte Februar bis Ende März für Windows und Mac ein neues Menü geben, um Bildschirminhalte freizugeben. Das wird einfach ein bisschen aufgeräumter und ja, ein bisschen redesigned. Das Rollout des neuen Calling Experience, also die ganze Ansicht unter Anrufe im Teams Client, verschiebt sich etwas. Sollte ja jetzt eigentlich schon im Rollout befindlich sein. Der startet jetzt Mitte Februar und soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. Eine Funktionalität, auf die wahrscheinlich auch schon viele warten, ist auch angekündigt, dass sie jetzt ausgerollt wird, nämlich die Möglichkeit, E-Mails aus Outlook per Drag and Drop in einen Teams-Kanal zu verschieben.
In der iOS Mobile App gab es auch mit Version 2.3.0 ein paar Ankündigungen und neue Funktionen. Beispielsweise lassen sich jetzt auch Besprechungsoptionen über die Besprechungsdetails ändern. Die Suche wurde verbessert. Man kann an Breakout Rooms auch mobile teilnehmen. Und für die Dark Mode-Freunde unter uns, da ist jetzt so, dass man auch auswählen kann, dass die Einstellung von Teams standardmäßig den Systemeinstellungen von iOS folgt. Im Zusammenhang mit der Offline-Funktionalität von Teams gab es auch eine Ankündigung. Es soll jetzt der Rollout einer Funktion starten, die es ermöglicht, auch Offline-Nachrichten zu verfassen. Rollout, wie gesagt, angekündigt, soll jetzt starten, bis Mitte Februar abgeschlossen sein und erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase wird es möglich sein, in persönlichen Chats Nachrichten auch ohne Internetverbindung zu senden. Aktuell wäre es ja dann so, dass man dann relativ schnell die Meldung bekommt, dass das Senden fehlgeschlagen ist. Und mit der neuen Offline-Funktion oder Erweiterung der Offline-Funktion wird diese Nachricht dann in einer Queue gespeichert. Und wenn binnen 24 Stunden wieder eine Internetverbindung hergestellt wird, dann wird diese Nachricht auch noch gesendet. Und ansonsten tritt wieder das alte Verhalten in Kraft und die Nachricht wird als fehlgeschlagen markiert. In der zweiten Rollout-Phase wird dann das gleiche Verhalten auch ausgerollt, wenn es darum geht, Nachrichten zu bearbeiten. Also, dass man auch nachträglich, wenn man offline ist, eine Nachricht anpassen kann und die Änderung angewendet wird, wenn wieder eine Internetverbindung besteht. Eine weitere Designänderung oder Menüänderung gibt es in Bezug auf das Profilmenü, was sich aktuell oben rechts unter dem eigenen Benutzerfoto verbirgt. Das wird ein bisschen aufgeteilt und anders strukturiert. Es wird dann ein Account und ein Einstellungsmenü für den Client und für den persönlichen Account, also das Profilmenü geben. Und ja, man hat also zwei Einstellungspunkte oben im Teams Client. Auch, wo wir bei oben im Teams Client sind, die Vor- und Zurücknavigation im Teams Client wird ein bisschen ausgebaut. So erhalten wir da die Funktion, dass man, wie man es vielleicht vom Browser kennt, eine Übersicht bekommt über die Verläufe. Also, dass man halt nicht nur vor- und zurückspringen kann, sondern auch sehen kann, was vor drei Schritten im Teams Client für eine Seite oder Tab oder Chat angezeigt wurde und kann dann auch direkt dahin springen. Auch in Sachen Design gibt es Änderungen, ganz allgemein den Client betreffend. Da gibt es Farbanpassungen, die auch die Icons betreffen und dafür sorgen sollen, dass eben die Ansicht auf Desktop und Mobile Client angeglichen wird. Auf Englisch gibt es ab jetzt auch die Möglichkeit, Live-Übersetzung oder Live-Untertitel in 1:1-Anrufen einzublenden. Für Live-Events wird es jetzt ab Februar möglich sein, auch über ein iPad als Produzent teilzunehmen und nicht nur als Teilnehmer eines Live-Events. Und administrativ gibt es eine Änderung, was die Usage Reports von Teams anbelangt. Da befindet sich gerade eine detailliertere Ansicht im Rollout, sodass man halt einmal auf Tenant-Level, aber dann auch mit Breakdown auf einzelne Teams sehen kann, wie ist denn die Nutzung von Microsoft Teams. Auch angekündigt, dass der Rollout Mitte Februar schon abgeschlossen sein soll, ist die neue Funktion, über die wir, glaube ich, auch schon mal berichtet haben, nämlich sogenannte Meeting Recap, also die Zusammenfassung im Anschluss eines Meetings, welche ja, Ergebnisse das Meeting hatte. Da wird dann beispielsweise die Präsentation auch hinterlegt oder auch eine Meeting-Aufzeichnung, wenn es denn eine Meeting-Aufzeichnung gab.
Dann bekommt im Februar die Meeting Lobby eine neue Einstellung, nämlich dass man festlegen kann, dass explizit eingeladene Teilnehmer zu einem Meeting nicht in der Lobby warten müssen, bis sie dem Meeting beitreten können, sondern sozusagen direkt dem Meeting joinen können. In Kombination mit SAP hat Microsoft angekündigt, dass es da eine ja, stärkere Integration ins CRM geben soll. Da geht es zum einen um Kontaktaktualisierungen, die dann auch in Teams direkt angezeigt werden, oder aber auch, dass man direkt Kontakte über Teams anrufen kann und ja, da also einfach ein bisschen unterbrechungsfreier mit den beiden Systemen zusammenarbeiten kann. Vielleicht noch ein Hinweis an die Skype for Business Online-Nutzer. Da ist es jetzt so, dass der PowerShell-Connector ab dem 15.02. meine ich, nicht mehr verfügbar ist. Und da eben nur noch die Möglichkeit besteht, dann, also was heißt nicht verfügbar? Nicht verfügbar heißt, er kann nicht mehr runtergeladen werden. Und ab diesem Zeitpunkt konzentriert sich die Weiterentwicklung der entsprechenden Commandlets auf das Teams PowerShell-Modul und man muss dann eben das Teams PowerShell-Modul verwenden, wenn man die Commandlets benötigt. Im Bereich Jammer besteht jetzt die Möglichkeit bei Einbindung der Jammer-App in Teams, dass man eben Benachrichtigungen in den Teams-Aktivitäten angezeigt bekommt, die aus Jammer kommen. Konkret heißt das im Moment, dass Add-Menschen in Jammer auch in dem eigenen Aktivitäten-Feed in Teams angezeigt werden. Wo wir beim Thema Jammer sind, da ist es jetzt so, dass es auch hier eine neue Einstellung gibt, die man vielleicht auch von Messengern aus dem privaten Umfeld kennt, nämlich dass man für Reaktionen und Emoticons eben einstellen kann, welche Hautfarbe, ob eben heller oder dunkler, da verwendet werden soll. Das Ganze läuft dann eben auch unter der Überschrift, dass eben Gemma da auch inklusiver wird. Administrativ ist es so, dass wenn man sein Jammer-Netzwerk schon im Microsoft 365 Native Mode betreibt, die komplette Benutzerverwaltung jetzt umzieht in die ja, vorhandene AAD-Benutzerverwaltung und eben keine separate Bearbeitung mehr von Benutzern in der Jammer-Administration möglich ist. Also betrifft beispielsweise Hinzufügen von Benutzern oder Massenupdates oder ähnliches. Macht ja auch einfach nur Sinn, weil ja auch schon die Benutzerprofile jetzt aus Microsoft 365 gespeist werden und nicht mehr separat in Jammer verwaltet werden. Außerdem ist es so, dass der angekündigte Embed-Feed für Jammer-Communities oder Ankündigungen oder ähnliches jetzt eben ausgerollt wird und verwendet werden kann. Betrifft ja in erster Linie SharePoint. Der Embed-Feed, Stichwort SharePoint. Wie sieht's da aus, Marvin? Ja, also gab ja schon echt viel für Teams. Da kann ich leider mit SharePoint nicht so mithalten. Aber wir haben zumindest einige Kleinigkeiten noch rausgefunden, beziehungsweise die angekündigt wurden, unter anderem in SharePoint, die SharePoint Spaces, die man hinzufügen kann. Ganz normal, wenn man auf einer SharePoint-Seite ist. Oben links unter dem ja, Seitennamen gibt es ja den Bereich Neu und dort kann man dann auch zukünftig SharePoint Spaces hinzufügen, die dann eingebettet werden auf der Seite bzw. hinzugefügt werden auf der Seite. Das Ganze kann per PowerShell deaktiviert werden, wer das vielleicht noch nicht ausrollen möchte oder vielleicht keine Verwendung dafür im Unternehmen sieht. Das Ganze ist in dem SharePoint Online PowerShell Update vom 29.01.21 enthalten. Also einmal neueste Modul herunterladen und dann gibt es da auch die entsprechenden Commandlets, um das Ganze im Menü zu deaktivieren über PowerShell. Ansonsten in SharePoint-Listen soll es zukünftig möglich sein, auch die Tausender-Trennzeichen aktivieren zu können, also dass wir da auch
nicht eine fortlaufende Nummer durchgeschrieben haben, sondern auch schon immer in Tausender Trendzeichen sehen können, wenn wir gerade mit sehr großen Zahlen arbeiten, dass es das natürlich auch nochmal deutlich übersichtlicher und einfacher macht. Und in der Grid View ist es jetzt möglich, dass wir da auch weitere Spalteneinstellungen vornehmen können. Also neben weiteren Spalten hinzufügen, können wir auch Spalten umbenennen, Spalten sortieren, Spalten filtern, sodass wir dann da auch in der Ansicht der Grid View, also in der bearbeitenden Ansicht der Liste, Änderungen vornehmen können an der Liste selber und da nicht immer hin und her wechseln müssen zwischen den beiden Ansichten dafür. Kommen wir dann zu meinem nächsten Thema, Power Plattform. Da ist es generell so, dass der Power Automate Desktop nicht mehr die Deaktivierung durch den sicheren IE-Modus benötigt für die IE-Automatisierung. Also das Ganze ist zukünftig nicht mehr nötig, dass man das generell deaktivieren muss, sondern wurde von Microsoft gelöst, dass es dafür dann eben eine elegantere Lösung gibt, beziehungsweise es einfach funktioniert. Ansonsten in Power Automate selber haben wir dann ein paar neue Konnektoren bekommen. Vor allem wichtig finde ich hier vielleicht zu erwähnen den Adobe PDF Tools und die Power Query Data Flows. Natürlich auch noch insgesamt 11 weitere Konnektoren, die dabei gekommen sind. Aber unter anderem sind die deutlich wichtig, da wir hier auf Power Query Funktionalitäten zurückgreifen. Die wir auch in anderen Power-Plattform-Tools haben, beziehungsweise in Adobe PDF-Tools, sodass wir da zum Beispiel PDFs erstellen können, dass wir da PDFs zusammenführen oder teilen können in mehrere PDFs. Das soll alles über die neuen Konnektoren von Adobe PDF-Tools möglich sein. Aktuell noch in der Preview kann ausprobiert werden und ja, schauen, ob die Sachen so weiter auch funktionieren. Ansonsten für Power BI gibt es ein Update, was die Cloud App Security betrifft. Heißt, es gibt jetzt auch Cloud App Security für Power BI, wo wir dann auch Echtzeitkontrolle zum Beispiel unterstützen. Also heißt, wir können in Echtzeit dann auch sehen, wenn vielleicht ja, unregelmäßige Zugriffe bzw. Zugriffe von nicht verwalteten Geräten oder von Unregelmäßigkeiten auftreten. Also heißt, auf einmal melde ich mich aus Thailand oder ähnliches an, wo ich normalerweise eben nicht bin und dort arbeite, sodass dann da auch sofort aus der Cloud App Security heraus die Power BI-Berichte überwacht werden können, sodass da auch keine Daten irgendwie, ja, in die falschen Hände gekommen oder da irgendwo Verlust entsteht. Genauso haben wir auch den Activity Log aus dem Cloud App Security, wo die Power BI-Berichte auftauchen, wo das Ganze eingesehen werden kann. Wir können auch benutzerdefinierte Richtlinien definieren, um verdächtige Benutzeraktivitäten dort uns anzuzeigen, darüber benachrichtigt zu werden, beziehungsweise bei sehr starken verdächtigen Nutzeraktivitäten, dass wir dann vielleicht auch den Account vielleicht sperren oder sowas, um weiter einfach die Sicherheit der Unternehmensdaten bereitzustellen. Wir haben eine automatisierte Anomalieerkennung, die dann auch sofort reagiert, wenn irgendetwas ja, sehr Ungewöhnliches passiert im Power BI Service-Bereich. Und wir haben dann auch den Power BI Admin Role im Cloud App Security Portal, sodass wir da auch die Rollen definieren können. Wer einfach auf verschiedene Berichte zugreifen kann, dass dann der Power BI Admin auch im Cloud App Security Center das Ganze sehen kann, was geht vielleicht gerade da vor sich. Dann haben wir im Power Apps Bereich einige Neuerungen, die ja unter anderem das Dataverse betreffen. Da haben wir einmal die relevante Suche, also dass wir die Suche noch intelligenter bekommen. Unter anderem kommt da eine Rechtschreibprüfung mit rein, sodass, wenn wir Daten in Dataverse speichern, über die Suche nach Inhalten suchen, wir dann auch eine Rechtschreibprüfung bekommen, die uns dann die Inhalte und Daten vorschlägt. Wir haben die Nutzung von gebräuchlichen Abkürzungen, Akronymen, die einfach mit der Zeit ja, die Suche lernt. Also heißt, wenn ich öfter mal nach SP statt SharePoint suche, wird irgendwann auch verstanden, okay,
wenn SP gefragt wird als Abkürzung für SharePoint, dann werde ich danach auch Informationen darüber finden und kriege Ergebnisse zurück. Genauso auch ein besseres Verständnis allgemein durch häufige Abfragen. Also durch häufig genutzte Akronyme lernt natürlich das dann auch ein bisschen weiter dazu und sodass wir das Ganze dann auch mit der Zeit weiter optimieren können und eine natürliche Sprache einbetten, die genutzt werden kann und die sich dann einfach über die Zeit von selber auch steigern kann. In Model-Driven Apps, also in der anderen Variante zu den vielleicht eher bekannteren Canvas-Apps, ist es jetzt auch möglich, dass wir Push-Benachrichtigungen auf unser Smartphone erhalten, also dass wir direkt daraus Push-Benachrichtigungen absenden können. Außerdem ist der Monitor in Power Apps generell verfügbar. Der wurde jetzt live geschaltet und kann jetzt offiziell auch genutzt werden. Darüber ist es dann sehr einfach möglich, bestehende Canvas-Apps oder Power-Apps-Anwendungen ohne komplizierte Konfiguration zu troubleshooten, Fehler zu überprüfen. Wenn ein Benutzer anmerkt, seine App funktioniert nicht ordnungsgemäß, dann haben wir da ein Tool, was genau auf alle Punkte eingeht und wo wir dann sehr granular unsere App oder unsere Anwendung troubleshooten können. Und Dataverse for Teams Apps sind jetzt auch über das Team hinaus teilbar. Also heißt, wir können auch eine App erstellen und können die dann, wenn wir vielleicht ein Team haben, wo wir da die App entwickelt haben, diese App über das Team hinaus mit anderen Leuten teilen, die diese App dann einmal testen sollen, bevor sie dann in die Produktion bzw. in den Live-Betrieb reingeht. Zu guter Letzt haben wir dann noch Power Virtual Agents, wo es auch nochmal eine kurze Änderung gab. Und zwar war es vorher nicht möglich, beziehungsweise nur sehr schwer möglich, wenn ich in Teams einen Bot eingefügt habe, dass ich mich dann immer authentifizieren musste. Und jetzt gibt es die Teams-Channel Single Sign-On in der Public Preview, sodass man da auch die Funktionalitäten testen kann und sich nicht mehr zusätzlich authentifizieren muss, sondern alleine dadurch, dass ich in Teams angemeldet bin, wird meine Authentifizierung durchgeleitet und ich kann mit dem Bot schreiben, ohne mich selber nochmal vorher authentifizieren zu müssen, heißt irgendwo anzumelden, über einen Webbrowser oder ähnliches. Das ist jetzt in der Public Preview und kann gerne ausgetestet werden, sollte natürlich das Bot anschreiben auch deutlich nochmal vereinfachen, wenn diese Funktionalitäten bereitstehen. Und genau, damit Adrian, zu den letzten Punkten zu Exchange Online. Was gibt es da Neues? Ja, danke. Auch ein paar Änderungen im Exchange Online-Umfeld. Da ist es, finde ich, ganz spannend, gibt es jetzt die Public Preview für den vereinfachten Mobile Login. Dabei geht es darum, hat der ein oder andere ja vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich in der Outlook Web App anmeldet, dass man den Hinweis erhält, dass es ja auch Outlook Mobile gibt und dass man sich dann per SMS einen Link schicken lassen kann, um halt die App aus dem jeweiligen App Store herunterzuladen. Und da wird es jetzt in Zukunft so sein, dass dann nach Senden der SMS ein QR-Code angezeigt wird, der halt verwendet werden kann, um die Outlook Mobile App automatisch zu konfigurieren. Wenn man das Ganze nicht nutzen möchte, beispielsweise, weil die mobilen Geräte im Mobile Device Management sind und schon konfiguriert sind oder aus anderen Gründen, gibt es natürlich dafür auch die Möglichkeit, das per PowerShell zu deaktivieren. Allerdings ist die Funktion per Default aktiv. Bedeutet, wenn man nicht möchte, dass die Anwender diese Option haben, sollte man da aktiv werden und das eben deaktivieren. Was das Monitoring anbelangt, gab es eine Änderung, was Send and Received Reports anbelangt. Die werden nämlich demnächst über den sogenannten Mailflow Status Report verfügbar sein und nicht mehr an der altgewohnten Stelle.
Im Security-Umfeld gab es auch ein paar interessante Ankündigungen. So ist es nämlich so, dass Teams Access Reviews jetzt in der Preview sind. Dabei geht es darum, dass der Teambesitzer dazu aufgefordert werden kann, automatisch unter bestimmten Kriterien, also nach einem bestimmten Zeitraum, zu bestätigen, dass alle Gäste, die in einem Team sind, tatsächlich weiterhin Zugriff haben müssen. Und ja, dann auf dem Weg halt auch Gäste, die keinen Zugriff mehr haben sollen, zu entfernen. Beim Secure Score ist es so, dass es dort jetzt die erste Empfehlung für Microsoft Teams gibt. Und zwar in dem Umfeld, wo es einfach um den Zugang von anonymen Benutzern zu Meetings geht. Also dass man da halt einfach eine Empfehlung erhält, das zu einzuschränken. Und für die Office-Apps gibt es jetzt den Application Guard for Office. Dabei handelt es sich ja einfach gesagt um so eine Sandbox-Solutions, um eben den PC oder auch den Benutzer letzten Endes vor schädlichen Office-Dokumenten zu schützen, beispielsweise durch Makros oder ähnliche Funktionen. Genau. Ja, das war es von unserer Seite für das Microsoft Cloud Update für den Monat Januar. Ich hoffe, es war interessant und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.